Oh, that was a pretty big fall. Hello? Mr. Voice, are you there? Was? Mr. Voice ist weg. Naja, gut, es war so ein bisschen gepolstert. Ist jetzt nicht so der Hammer, aber immerhin. Mr. Voice? Die Funkverbindung ist weg, scheinbar. Sweet, I found a needle in a haystack. Nicht schlecht. Not bad. I drop it. Auf jeden Fall. Das qualmt so schön. Fox Repellent. allzu auffällig. Allzu auffällig. 10 out of 10. Das nehmen. Haben wir eine Alternative? Wahrscheinlich nicht, oder? Nö. Auch wenn ich eher ein Lockstoff. It looks like there's somebody else behind us. Hello? Na gut. Dann nimm mal. Teste es mal an dir. I can't deny the bottle sweet style. I'll take it. Sweet style. Gut. Weil das ja klar ist. Ne? So funktioniert das hier halt. Cool. Cool, cool, cool. Oh, there you are. Aha. Was verbuddelst du da? What are you doing, Benjamin? Nein. Nein, oder? Das machen wir jetzt nicht. Wir sind natürlich ein bisschen sauer auf den Fuchs, aber ganz ehrlich, sehe ich jetzt nicht, dass wir direkt... Hey, Benjamin, was machst du da? Ich weiß, nee, so bin ich nicht. Also sagen wir mal nein und gucken, was er tut. Benjamin! Na gut. Es war ja abzusehen. Es war jetzt nicht so schlimm. She's such a mess. Maybe it was a mistake choosing her for this. I mean, I saw her eating glitter. Who does that? It's not natural. Ich wollte gerade sagen, haben wir ja wieder ausgekotzt. You're alive and well. That's great. Yeah. Where am I? What happened? The dangerous fox attacked you. Benjamin attacked me? So he really is a bad fox. See? I told you. That fox is evil. Yeah, maybe I should listen to you. We still need to find the fox and take back the eternal happiness. Maybe we could find out where he lives. Yes. Give me a minute to figure this out and I'll get back to you. Okay, I'll just hang around. Ja, hast meine Nummer, kein Problem. Beides weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich habe auch nicht nachgeguckt. Ich weiß gar nicht, ob es da schon Daten zu gibt auf howlongtobeat.com oder so, weil es gestern ist rausgekommen. Naja, ich weiß es nicht. Vermutlich gibt es trotzdem schon welche, die das eingetragen haben da. Aber naja, wir lassen uns einfach mal überraschen, oder? Das wäre der große Plan. So, meine Frage ist jetzt so ein bisschen, das Offensichtliche, haben wir uns das Ganze jetzt eben eingebildet? Vielleicht waren wir noch ein bisschen auf dem Trip oder so, weißt du? Könnte sein. Open Fields bladet. Ach so, ja, natürlich. Das heißeste aus Open Fields. Vogelinvasion. Wir haben nicht gewonnen, aber wir hatten Spaß. Also, das sind zwei verschiedene Überschriften oder Unterschriften, je nachdem. Lokaler Künstler GM nach Vorfall im Ruhestand. Mein Sohn wird vermisst. Lokaler Künstler. G, ne? Der George ist das wahrscheinlich. Ab und zu auch mal Luft holen, wenn man spricht, das ist eine gute Idee. Das ist bestimmt der, den wir da gefunden haben. Let's see what's new. Ja. Let's see what's new. Es passt irgendwie, es passt auf eine merkwürdige Art und Weise zusammen hier. Alles klar. Warum haben hier alle Masken auf? Was ist hier los mit dieser Stadt? Well, the zoo. You know, with the animals? Wo? So, dahin.
Gleich finden wir... Da! Haben wir schon gesehen. Diesen komischen Vogel. Den gibt's tatsächlich. Interessant. Bus 562. Ich würde den ja nehmen. I made a quick Google search. I found out the fox has a cousin in the zoo. Oh, really? We could go and see if he knows where the fox lives. But how do we get to the zoo? It's like really far away. Why, we take the bus, of course. No, no. There should be a bus stop nearby. Ah, okay. Okidoki. Können wir mal gucken. Oh, haben wir irgendwas wegzuwerfen? Zufälligerweise irgendwas. Soll das hier Ikea sein? Kann das eventuell sein? Ob wir das Zentrum hier... How did I get to the town center? I carried you here. But how? You're just a voice in my head. Just a voice? No, I can do more than that, you know. Prove it. I don't need to prove anything to you. Whatever you say, Mr. Voice. Fine. You really want to see what I can do? Wait, my shoelace. Haben wir doch schon gesehen, dass er... Sie passt nicht auf. Dinge tun kann, ja, ja. There. Did you see? I'm not just a voice in your head, Miss Fortune. What? Did you see? I'm sorry, I had a shoelace problem. Let's just keep going then. Ein shoelacy problem, sozusagen. Ja, wie ist denn das passiert? Wie sieht die Stadt denn aus? Keine Ahnung. You look familiar. What? Es war nicht das erste Mal, dass wir so eine Erscheinung hatten. Connections. Yep. Missin. Wait a minute. Is that Daniela Bambini? You know this child? Uh-huh. Yes, from school. She told our teacher to shove the homework up his butt. She's very Italian, you know. She probably ran away from home. She will turn up soon. You think so? Yes. Okay. Hey, sehr direkt, ja. Okay. System Legged. Alcohol is a tool for relaxed communication. Alcohol is not a solution. Naja, in hoher Konzentration kann das schon Sachen lösen, auflösen quasi. Alcohol destroys your body. Nein, destroy your body. Steht da. Streng genommen. Gut. Ja, und? Können wir uns da was holen? Ich war letztens in Kanada auf einer Konferenz. Die haben auch extra Läden dafür. Extra Läden für, naja, für Stoff. Habe ich im Supermarkt gefragt, so, wo habt ihr denn das Bier? Und waren die ganz freundlich, haben die mir das erklärt, wie das da läuft. Okay, muss mal nur um die Ecke gehen quasi. Ja, Systeme, Systemunterschiede. Sollen wir mal gucken? Wir können auch erstmal nach links weitergehen. Komm, wir gucken jetzt mal. Gucken mal, wie das ist. Mommy brings me here all the time. Aha. It's really boring. Sometimes she sends me to buy cigarettes while she hugs strangers by the dumpster. Was? Is that so? Mhm. Geht ja gar nicht. Sehr merkwürdig, sehr merkwürdig. Ja, hier zocken. Da können wir zocken. Console. That man just dropped his wallet. What do you want to do? Er hat eine Geldbörse ausgekackt. So viel zum Klauen, ne? Klauen. Das ist halt wieder so ein Ding. Also, ich wäre halt neugierig, wo wir die eventuell später benutzen könnten, weißt du? Ich will allerdings auch nicht, dass das jetzt merkt. Könnten wir ein bisschen Kohle gebrauchen? Könnten halt mal so ein bisschen Bad Girl sein, ne? Wir müssen testen. Ich würde sagen, wir sagen jetzt mal nichts und gucken, was passiert, ob er einfach weggeht, aber ja. Zurückgeben. Vielleicht ist er dann voll freundlich zu uns. Mist.
Mist, Mist, Mist. Ich bin halt nicht der Bad Boy, weißt du? Kann ich kein Bad Girl spielen? Wir könnten das Geld nehmen und ihr hier was aus dem schönen Schnapsladen mitbringen. Dann hat die uns bestimmt total lieb. Für 2 Minuten. Ja. Komm, wir probieren's mal. I'm gonna take it for me. Wir testen's mal. Ihr wolltet es doch auch. One time mommy took me here and forgot me. I got to play inside all night until a security man found me. He thought I was a raccoon. Well, that sounds like it was a fun night for you. Yeah, bisschen? Except for me crying a lot, no. It was fun. No. Wahrscheinlich nicht so lustig, wie man sich das vorstellt. Aus der Trauer machen wir ein Lächeln. Open it. Alright, I'm doing it. Gucken Sie mal weg. It's just a picture inside. Really? Can I see? Mm-hmm. Sieht aus wie der Dude, ne? Der da eben war. It must be his kid. What do you think? Sure, why not? I knew it. I'm such a clever little lady. Knallhart kombiniert. Das ist alles, was wir da daraus gewinnen können. Na gut. In Ordnung. Ach, guck mal hier. Hier verkaufen die nämlich die Masken. Das Logo ist irgendwie cool. Das Logo ist irgendwie cool. Extrem simpel, aber irgendwie geil. It says, let's face it. Sometimes we're just too tired to smile. Use happy face and stop pretending. Okay. Verstehe, verstehe. Ja, scheint gut anzukommen. I know who owns this store. Who is it? Casey's dad. Who's Casey? A friend from school. Haven't seen him for a while, though. Mal gucken, ob wir ihn wiedersehen werden. Ach, übrigens, werter Herr... Wir haben da was von ihnen, können aber nicht darauf ansprechen. Ach, du heilige, nein, ernsthaft? Even more missing children posters. So many. Yeah. I wonder what they're missing. Oh, don't you worry about them. I'm sure they will all turn up one day. You think so? Of course. I don't know, Mr. Voice. This is starting to smell mysterious. In der Tat, ja. Und hier sind auch ein paar Sachen, Blumen natürlich auch, niedergelegt worden. Ja, das ist merkwürdig. Es geht nicht mit rechten Dingen zu hier. Nun gut. Here we are. Have you ever taken the bus all by yourself before? No, I haven't. I'm not sure what to do. Do I need a ticket? Let's find out. There's an information board. Ja, sicherlich funktioniert das einfacher als bei uns. Ich habe auch mal wo war das jetzt? Ich war auch auf Meetings in Dänemark, in Schweden, in Norwegen. Mindestens. Ich weiß jetzt nicht, wo das war, aber irgendwo habe ich auch im Bus einfach mit Kreditkarte bezahlt. Weißt du, so easy. Probier das mal hier. Garantiert. Na, da... ist Cash eher ungewöhnlich, ne? In so manchen Ländern. Hierzulande braucht es noch ein bisschen. Es wird langsam besser, aber ja. Zum Beispiel in der Bäckerei kann man jetzt auch ganz gut mit Kreditkarte oder mit dem Handy bezahlen. Ja, ne? Ich sag's dir. Hängt da so ein bisschen hinterher. Naja, gut. Man muss ja auch nichts überstürzen, aber so langsam dürfte es mal passieren vielleicht. Ah, look. We have to wait 2 minutes. Yikes forever. I can't ja, wait to passt. Meet Benjamin's cousin at the zoo. I'm gonna tell how badly Benjamin behaved. And ja. That Benjamin should be ashamed. That sounds great. Naja, hat natürlich auch seine Nachteile, ne? Dass alles trackbar ist.
Aber es ist schon praktisch. Es ist schon irgendwie recht komfortabel, muss man schon sagen. Es ist natürlich irgendwie schon gut, die Option zu haben, Bargeld benutzen zu können. Ja, schwierig. Also klar, es ist durchaus auch mit Nachteilen verbunden. Und Datenschutz muss natürlich auch ein... Darüber muss man sich natürlich auch Gedanken machen, das ist richtig. Naja, vielleicht kommt dann ja parallel dazu noch Kryptowährungen und so. Vielleicht kommt da ja auch etwas, mit dem man dann anonym bezahlen kann, wenn man das möchte. Und nein, Bitcoin ist nicht unbedingt anonym, aber hey, ne? Vielleicht wird es da ja mal was geben, vielleicht parallel zu dem Kreditkartenbankensystem. Mal gucken. Naja. Aber andererseits sowas wie hier Facebook Libra und so, ne, da hat ja sich Frankreich und Deutschland jetzt auch gegen gewehrt. Ne? Gut, man will das wahrscheinlich auch nicht in die Verantwortung von einem Unternehmen übertragen. Dann sowas, das dann wirklich eine Parallelgesellschaft, ein paralleles System, ne, zu dem offiziellen Geldsystem passiert. Was dann auch noch von einem Monopol gesteuert wird wie Facebook. Es ist schwierig, es ist ein kompliziertes Thema sicherlich. Naja, Bitcoin, mal gucken, wie lange das noch rumexistiert. Irgendwas in der Richtung vielleicht, ob es jetzt tatsächlich Bitcoin sein wird, ist fraglich. Ich weiß nicht, ob das wirklich skaliert auf lange Sicht. Ist ja jetzt schon schwierig. Das ist jetzt schon sehr schwierig. Vielleicht so als Zwischenlayer zwischen Banken und dem Kunden oder so, weißt du? Weiß nicht, um halt zu anonymisieren in irgendeiner Art und Weise. Ich weiß aber nicht. Ist jetzt ein Thema? Naja, das werden wir nicht jetzt lösen. Das ist ganz klar. It says that all children under 15 years old can ride the bus for free. I'm 8, so I'm good. Great. Now that I think about it, maybe you'll need a bus ticket. You sound old. I'm definitely older, but nobody can see me. Okay. Are you like 20? Yes, more or less. Sag mir die größte Zahl, an die du denken kannst, 20. Naja. Gut. Muss sie noch ein bisschen umgucken, solange wir warten. Hier gucke ich gleich. Können wir noch schauen. Check this out. That street is called Dickens Road. Got it? Dickens Road. Dick. Miss. Hab ich schon mal gesagt, dass ich sie mag. Hey, hello. Why did you take me to the sky with your friends? So you know, because of you, I can make to the party. Oh, okay. Reden nicht mit uns, Menno. Na gut, dann warten wir eben, oder? Sit down and wait. Do as you please. Okay, thank you. Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee. Machen wir es mal. I'll sit. I'm a bit tired from all the walking, you know. I can imagine. You have very small feet. Yes, I'm a little lady. That's what I am. Sie hat tatsächlich sehr kleine Füße. So ladies out. They're a little scary, don't you think? Honestly, I've seen worse. Really? Yes. You know, my mommy also uses the same mask. She likes to hide her smile and tears behind it. Would you like to have a mask like that? Maybe. I don't know. Der Bus ist hier. In der Tat, sie trägt nicht so eine Maske. Oh, die Busfahrerin auch nicht. Okay, und da war wieder Werbung für die Masken. This bus trip might take a while. Are you okay with that? It's okay. Hiro is keeping me company. Who is Hiro? He's my friend from Japan. He's a ghost, you know. He's always saying... You're really funny, Miss Fortune. There is no such thing as ghosts. Kiri wa doko desu ka? Hey, Miss Fortune, look. There's a bunch of cows on the field. Oh, I love cows.
from Japan. Oh, that's so cute. Schön, schön. Yeah, oh, nicht schön. Alter, was? Unlucky things seem to happen all the time. Was ist denn da passiert? I think we're getting close to the zoo now. Okay, great. Ja, Zoo, da bin ich mal sehr gespannt, was wir da so sehen werden. Freue ich mich ein bisschen. Wow, here we are. I can't wait to go inside. You have the ticket, right? What ticket? Oh, didn't I give you a ticket earlier? What? No, you didn't. Oh dear, I'm sorry. I totally forgot. Do you have any ideas on how to get inside? You know, without paying. I saw mommy showing her boobies to the guy in the store and she got some free food. But I haven't got any titties yet, so that might not work. I see. Well, I have an idea. What if we use diversion? What does diversion mean? Well, make the cashier look somewhere else, you know. Fool him. Okay, let me think what I can do. Warum kann er uns hier nicht ein Ticket herzaubern? Das hat doch bisher eigentlich ganz gut funktioniert. Hier, guckt euch diesen majestätischen Wolf an. A wolf. Can we pet the wolf? He looks really sweet. Just wait and see, Miss Fortune. Wait and see. Okay. Da wäre ich... Yep. Wäre ich vorsichtig. They know about the missing children here. Ist das nicht der von dem Herrn eben? They know about the missing children here. Ja, offenbar weiß eigentlich jeder Bescheid. Hier gucken wir gleich. Erstmal im Müll wühlen. Das ist immer eine gute Idee. Any tickets to the zoo? Ew, yucky. No tickets, only yucky. Ja, eine Jacke. Okay. Hier, werter Herr, können Sie uns nicht was? Sind Sie hier nicht Schwarzhändler oder so? Okay, this is breakable. Like with a rock or something. Like a stone. I think I came up with an idea. What if... Lügen. Können auch erstmal Lügen probieren. Falls das nicht funktioniert, hätten wir vielleicht noch eine Alternative. Nee, mach hier mal nicht kaputt. I'll tell a lie, so he believes it. A lie, Miss Fortune. Are you sure you want to do this? Yes, I mean, that's the only way to get inside. Trust me. All right, let's go. Okay. Ach, ich kann auch WASD benutzen. Warum sagt mir denn das niemand? Ich bin hier die ganze Zeit mit den Pfeiltasten. Warum habe ich das denn nicht mal probiert? Naja, egal. Hier, das kennen wir doch schon. Yep. Hey, remember? Oh. Phantasmagoria. What are you talking about? Nothing. Ist das denn hier in der Nähe? Hey, ach, das wollte ich auch gar nicht. Entschuldigung. What are you talking about? Das wollte ich nicht. Nothing. Ich wollte das. Okay. Ja, dann weißt du was. Fragen wir mal den werten Herrn hier und erzählen ihm eine dreiste Lüge. Hello? Excuse me, there's one of the missing children at the bus stop. I just saw her. You may want to go and check it out. Das ist gemein. Thank you. Yes, it worked. Alles Klärchen. Lächeln daher, na, dann gehen wir mal schnell rein. Theoretisch hätten wir jetzt mal gucken können. Egal. We'll get to see so many caged animals. Caged animals? By the way, you did a great job not getting caught by the vendor. Very impressive. Thank you. But now, we should find out where the wolf exhibit is. Why? You mean Benjamin Scotting is a wolf? Yes. Remember, he knows where the fox lives. All right. Da bin ich mal gespannt. Hier, Wolf Exhibition. Sieht gut aus. Vollgefressene Vögel. Ja, warte mal. Der Mülleimer ist nicht benutzbar. Okay. Ja.
Okay. Pirate. Birdie, not now. Bird. What? What did you just say to me? Give yourself a fuck. Oh, Miss Fortune, watch that mouth. I don't care. This bird is mean. Oh, dear. We need to get your happiness back as soon as possible. Machen doch nicht. Ist doch alles gut. Hier, guck mal, die liefern geradezu eine Show. Passend zum Hintergrund. Merkwürdige Tiere. Also so ein Zoo habe ich noch nie gesehen. Pirat-Papagei. Lebensspanne 10 bis 20 Jahre. Ernährung, Allesfresser. Echt? Alles? Weit verbreitet auf dem Planeten. Hintergrund, dieser Papagei lebt überall auf der Welt. Sie reden viel, aber sagen wenig. Normalerweise arbeiten sie mit menschlichen Piraten zusammen. Na? Geborene Diebe, Gründer der Freiheitsfront. Sehr schön. It says, the Nam-Nam Parrot. This kind of parrot lives across the entire world. They talk much, but say very little. They usually work together with human pirates. Natural born thieves, founders of the Liberation Front. Huh, mean birdie Nam Nam. Der Haken ist das Highlight überhaupt auf jeden Fall. Naja, gut, hier dieses Bandana-Dingsbums ist auch schön. Ist alles schön dran. Gut. Ja, und der hier? Was ist das für eine komische Eule? Look, this bird seems pretty smart. It isn't. Trust me. Move on, Miss Fortune. Langsam. Ich will alles erkunden. Ich will alles sehen. Mit Tasche, okay. Lesen wir doch mal. Delusious Eule oder Delusi, wie auch immer. Lies doch mal vor 100 Jahren ernsthaft. It says, Owl Delusious. These owls normally hang near libraries, bookstores and coffee shops. Although they seem incredibly smart, their huge self-centered lifestyle drives them to gather useless information. They live off attention. Funny bird. Ja, sieht sehr funny aus, auf jeden Fall. Richtige Partykanone. Ach, guck mal hier. Hat die echt einen Ring um den entsprechenden Finger. Ja, hier, mal gucken. Somehow I feel offended by this bird. Don't be. It doesn't know what it's doing. Okay. Da bin ich mir nicht so sicher. Schön. Lies doch mal vor. Ja, alles klar. It says, Pachydilius discidius. These birds multiply at a very high rate with different partners, leaving behind dysfunctional offspring. They don't care about anything as long as they are occupied by mindless entertainment. Oh, really? Wenn sie nur lebensunfähigen Nachwuchs hinterlassen, dann warum sind sie noch da? Man weiß es nicht so genau. Ja. Ach, Menschen. So. Hier, Drogen. Nimm etwas von dem Weed mit. Vogelfutter klauen. Ja. Das ist, ich glaube, das ist ein böses Spiel eigentlich. Ja. Vogelfutter klauen, ja, klauen, ja, sonst können noch mal eine Handvoll nehmen und ein bisschen verteilen. Ist doch nicht so verkehrt, oder? Kann man doch mal machen, hat bestimmt niemand was gegen. I'll take the seeds, because I want to feed the birds, so they're not hungry. Oh, Sonnenblumenkerne, habe ich ja schon ewig nicht drüber nachgedacht, aber könnte man sich verkaufen. Mal so ein bisschen knabbern. Ach, guck mal an. Hier können wir tatsächlich. Ja. Bird, come eat your food. I love you. Was war das denn? So war es aber nicht gedacht. Ey, die Kleine, ne? Birda, Birda. Come, Birda. Eat your food, Birda, Birda. Is your name Birda? Birda. Alter Schalter, ja, und die wollen doch bestimmt nichts mehr. Ist uns aber shit egal. Probieren's trotzdem. There you go.
Robert and Larry? Are you enjoying the food? You like it? Na, eher gähnig. Eher gähnig. Was war das denn jetzt für eine Aktion? Na, mal gucken. Vielleicht können wir das ja irgendwo anders noch verwenden. Einfach selber futtern. Oder Pistazien. Pistazien wären auch ein schöner Snack. Toll. Jetzt habe ich voll Bock. Na gut. Andermal. So much to see and do. Find the wolf area, so we know where to go. I think the zoo is about to close. Ist es so? Ja gut, bei der 6, ja. Können wir uns das merken? Achso, wir können hier, können wir so machen? Ja, 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 so. Ich drücke erstmal auf irgendwas anderes. Wie wär's? Ich will zu, na, Vögel sind wir gerade? Hier, Flamingo. There. No, try again. Na, ja, okay. There, you see? That the wolf thing. Great job. Let's hurry up now. Schön, schön, schön. Ah, ja. You know, I'm feeling really annoyed. Like a lot. What's happening to me? I smell hormones waking up inside you. What? Hormones? No, hormones. Ah, okay. What's that? Your body's preparing to create life inside you. You get a lot of new feelings that are completely normal. Ah, okay. And you'll bleed for 3 to 5 days from your vagina. Ew, yikes forever. Ich wollte gerade sagen, es ist sehr direkt, aber es wird immer besser. For many, many years. And society will treat you like garbage. Are you for real? Yes, I am. I think I need some emergency glitter. Ah, so much better. Es war sehr direkt, aber okay. Warum nicht? Hier, sehr ästhetisch. Guck doch mal an. There are coins at the bottom of the fountain. Yes, those are people's wishes. Can one pay for wishes? People nowadays think they can buy everything with money. I wish I could throw a coin and ask for my happiness back. Also that Benjamin transform into a good foxy, because I would totally go out on a date with him. If he was good. Are you done here, Miss Fortune? Yeah. Nimm doch eine Münze, man kann's ja mal versuchen. Und wirf sie wieder hinein. Ah, wir können hier. Warte mal. Kann ich eigentlich. Na, ist egal. Ich mach's so. Ja. Mögen wir den Benjamin also trotzdem noch, ja? Gut, alles in Ordnung. Alles kommt wieder. In Ordnung. I wish I could write Japanese, so I could send a cute postcard to my friend Hiro. But where does a ghost live? Stop lying, Miss Fortune. Ghosts are not real. You're just jealous because you don't have a ghost friend. Genau. Da hast es nämlich. Das ist der Grund. Boah, Japanisch schreiben. Es gibt Sprachen bzw. Schriften. Katastrophal kompliziert, oder? Ich möchte fast sagen, warum tut man sich das an? Tausende von Schriftzeichen. Never ever könnte ich das jetzt inzwischen noch anfangen zu lernen. Ich glaube, da wäre ich nicht zu imstande, in der Lage. Savanarium. Ja, guck doch mal. Können wir uns irgendwas davon mitnehmen? Einen neuen Freund. Kaufen wir uns einen neuen Freund. Ah, wir haben kein Geld, ne? Look at those sweet blushes. They could be all my babies. Don't get too attached to those toys. Don't worry, I'm just looking. Just looking, ja, aber wir haben doch unseren Freund den Stein. Egal, machen wir halt auf. Wie wär's? Ja, willkommen. Ziehen wir einfach nach hier. Und dann let us self in. So, Klo. Hier steht nämlich Klo, das ist die Übersetzung. Sehr international. Gut. Ja. Dann weiter. Yes, let's go then. Alles klärchen.